Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Ja, nachdem wir das Notwendigste für die Farm hier in Smithville in der letzten Folge angeliefert haben, sprich Ziegel und Holz, muss ich ja noch Kraftstoff liefern. Ich hatte ja gesagt am Ende der Folge, dass ich hier jetzt aber erstmal das Gerümpel wegräumen muss. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe diese Aufgabe hier noch gar nicht angenommen. Das heißt, das werde ich jetzt als erstes mal machen hier. Aufgabe anzeigen, ja genau, annehmen, zack, und Verfolgung starten. Wir brauchen Ersatzteile für hier. Okay, das scheint mir ja nicht allzu weit zu sein oder allzu dingens. Das Logistikzentrum ist ja direkt hier nebenan. Sollten wir mal eben vorbeifahren, mal schauen. Den Anhänger habe ich ja safe wieder zurückgebracht, habe den auch schon wieder verkauft. Läuft also auf jeden Fall richtig gut. Hat gefühlt eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich wieder hier oben war. Muss ja durch den ganzen Matsch da unten wieder fahren. Aber es hat funktioniert. Ne? Also alles gut. Wow, wow, wow. Hör ich. So, das finde ich hier angenehm, ne? Das ist das Logistikzentrum hier, Wolfgrip. Echt hier in der Nähe ist, ne? Das ist, gefällt mir richtig gut. War nicht dagegen fahren. Wir hätten die Einfahrt hier ein bisschen größer machen können. So, wollen wir mal Ersatzteile besorgen. Schauen wir mal. Frachte der Verwaltung. Ersatzteile zweimal. Vielen Dank. Her damit. Ja, das ist ja mal ein ganz schnell erledigter Auftrag, wie ich finde. Das gefällt mir richtig gut. Dann einmal wieder dahin. Und dann müssen wir noch Sprit anliefern, ne? Oh, warte mal. Wie ist das denn jetzt hier mit der... Oh, oh. Muss ich denn jetzt wieder extra deswegen zurück auf die Map, um den Auftrag wieder zu triggern? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre blöd. Naja gut, schauen wir mal. Werde ich ja jetzt gleich sehen, ne? Aber erstmal müssen wir hier die Ersatzteile abliefern. Also das ist das Wichtigste. So, schönen guten Tag. Ich soll hier Ersatzteile abgeben. Bitte schön. Sehr gut, vielen Dank. Und glaube ja nicht, dass es der letzte Steinschlag gewesen ist. Die Überschwemmung hat alles aus den Angeln gerissen. Vielen Dank. So, jetzt können wir nämlich hier auf Easiness, nämlich hier zur Farm fahren. Das ist nämlich richtig geil. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Auftrag. Moment, nee, warte mal. Das ist ja ein Hauptauftrag gewesen, ne? Das Notwendigste. So, Verfolgung starten. Okay, ja, doch. Okay, das geht so. Sehr schön. Dann, ne? Werde ich hier jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Ich kaufe mir jetzt mal so einen Tankanhänger. So einen Spritanhänger. Und dann hoffe ich ja mal, dass das dann so funktioniert, wie ich mir das so in der letzten Folge ausgemalt habe. Dass ich da einfach nur den Sprit abliefern und nicht den ganzen Anhänger. So, zeig mal her. Tankanhänger. So, Moment. Wie viel ist das der? Ja, das ist der. Was kostet der? 8000? Wow, what the fuck, ey. Alles klar. Kraftstoff. Ja, kauf mal. Ne? Her damit. Ist der denn jetzt auch schon voll? Wie konnte ich das nochmal sehen? Irgendwie konnte ich das doch... Ah ja, genau, Schaden. Ist da jetzt Sprit drin? Oder muss ich den erstmal vollladen? Also so wie der sich gerade fahren lässt, sage ich, ist er leer. Ja, komm. Egal. Oder warte mal. Kann ich das jetzt so sehen?
Schaden anzeigen. Also bei meinem Kanister, also bei meinen Tanks da vorne sehe ich das hier, aber hier kann man das irgendwie so schlecht sehen. Ich will nämlich jetzt hier ungerne zur Farm fahren und das Ding ist leer. Moment. Zur Tankstelle ist doch nur Straße. Naja gut, okay, das ist ja easy. Dann fahren wir aber eben zur Tankstelle hin und dann sehen wir es ja. Muss ja eh, ja gut, nee, darunter muss ich eigentlich nicht, ne? Hier runter. Ah, Moment, zeigt's mir auch an, ne? Da aufladen. Warte mal. Ja, da aufladen. Okay, alles klar, dann ist der wirklich hier. Dann also los. Wollen wir mal Sprit besorgen, ne? Wie gesagt, ich hoffe ja mal, dass ich da jetzt nicht den ganzen Anhänger dann abgebe. Ey, dann drehe ich aber durch, ey. Aber gut, andererseits, ne, wenn ich da Ersatzteile oder was weiß ich, Ziegel oder sowas hinliefere, dann gebe ich auch nur die Ziegel ab und nicht den ganzen LKW. Ja, der muss leer sein, auch. Dafür fährt er sich viel zu easy. Wobei, ich habe ja den Fließer vorne dran, ne, also. Das heißt ja nichts. Oder hier steht jetzt einfach einer. Das wäre es auch dann wieder an anderer Stelle komplett. Ey, lass mal stehen. Frachtverwaltung. Ah, okay. Ach, scheiße. Ah, okay, das Kraftstofffässer gibt es. Okay, das wusste ich nicht. Ja, dann drauf damit. Okay, ja gut, das ist ja noch besser eigentlich. Ja, da kann ich ja wieder zurückfahren und den Anhänger wieder verticken. So, das brauche ich ja dann nicht. Alles gut. Nichts passiert. Ja, das ist ja dann noch einfacher. Das ist ja easy dann. Ah, gut zu wissen. Habe ich auch schon wieder was dazugelernt. Ich wusste nicht, dass es so Kraftstofffässer so gibt, dass man die so aufladen kann. Meine Theorie war ja jetzt, mit so einem Anhänger dahin zu eiern. Und die pumpen sich das Benzin irgendwie ab oder sowas. Aber wenn das so geht, umso besser. Dann fahre ich erstmal wieder hoch und lad erstmal ab. Also verkauf den Anhänger wieder. Den brauche ich ja dann nicht. Da haben wir wieder was gelernt, ne? Man lernt ja nie aus. Also es war auf jeden Fall kein unnötiger Kauf und kein unnötiger Weg und was weiß ich nicht noch irgendwelche unnötigen Sachen. Wir schon mal einfach. Da können wir ja tiefenentspannt sein. Ah ne, ja schon. Und tschüss. Dankeschön. 8000 wieder zurück. Und auf geht's, ne? Dann liefern wir mal die Fässchen da ab. Also Sprit hier in der Pampa. Ja, gut, okay, ne? Wird benötigt. Wenn das jetzt alles Bierfässchen wären, dann würde ich die bei mir abladen. Ey, das hört sich schon wieder an, als würde ich saufen. Nee, tue ich nicht.
damit, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, ne? Ich habe ja schon mal in einem Video gesagt, mir gefällt dann der Tag danach nicht, ey. Wenn ich wirklich mal über die Stränge geschlagen haben sollte. Was eigentlich immer nur an einem zur fünften Jahreszeit der Fall. Oh, oh. Ja, das war dumm. Zur fünften Jahreszeit passieren kann. Nicht. Tut, aber kann. Der leider Gottes dieses Jahr ausfällt. Nein! Naja, was willst du machen? Ja, ist halt so. So. Hat er sein Zäunchen hier schon repariert? Naja, dann noch nicht. Sehr gut. Alter, der klatscht aber da gut in den Dinge da rein, in den, ne, wie sagt man? In das Schlagloch. Oh, Alter, ist, hier ist ja mockiger, als ich dachte. Digga, ich fahre hier mal dein Feld kaputt, aber ich denke, es geht klar, ne? So, der Schipperit-Lieferant ist da. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Einmal Schipperit für dich. Bitteschön. Katsching, du bist aufgestiegen. Du hast Rang 7 erreicht. Mit diesen Sachen werden sie die Stadt weiter mit Essen versorgen können. Wir haben eine weitere Krise abgewendet. 4100 und 440 Sternchen. Ey. Ja moin. Ey. Wie viele Sternchen wollen wir denn noch hier? What? Achso, okay. Nice. Ja, das gefällt auf jeden Fall. Sehr schön. Da haben wir doch mal was richtig gemacht, ne? Herrlich. So, Moment, jetzt machen wir hier Müll abstellen, bitte. Was haben wir denn hier noch? Materialbestellung. Lieferung zu Tims. Was? Verlorene Säcke? Was für verlorene Säcke? Was ist denn hier verlorene Säcke? Rohrträume? Verlorene Container. Was ist denn verlorene Säcke? Da. Wo ist der? Die. Die Aufgabe. Habe ich die nicht angenommen gehabt? Ich habe die Aufgaben noch angenommen oder nicht? Anscheinend nicht, ne? Sonst würde ja hier stehen, diese Aufgabe triggern. Das ist aber da war ich doch. Da bin ich doch schon dran vorbeigefahren. Habe ich die denn? Moment. Ja doch, muss ich ja, sonst wäre der ja jetzt hier nicht drin, ne? Zement. Und das war, warte mal, was? Ach, das ist hier, ah. Da brauche ich dann einen Kranwagen wieder und dann muss ich die ganzen Säckchen da wieder einsammeln oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, da bin ich jetzt gerade mal nicht so für. Was machen wir denn als nächstes? Mehr Kraftstoff. Habe ich die Aufgabe schon? Die habe ich auch schon. Das klingt auch recht easy, ne? Es klingt so, als würde ich da einfach nur Kraftstoff hinliefern müssen. Das klingt gar nicht so verkehrt. Was ist das hier? Wettkämpfe. Hier, Aufgaben. Was brauchen die im Moment? Jetzt machen wir erstmal hier eins vom anderen. So, was brauchen die hier? Lieferung an das Logistikzentrum. Stahlträger.
Ah, hier, Verbrauchsgüter an das Haus des Priesters. Beton. Ah, okay, alles klar. Ja, verstanden. Wo ist der Steinbruch? Da. Das klingt jetzt nicht ganz so schwierig, ne? Also, ne? Klingt. Ich sage nicht, das ist nicht schwierig. Was brauchen die denn da? Betonplatten. Wo krieg ich die denn her? Moment, hatten wir hier. Ah, Moment. Kann das sein? Das hat auch wieder so eine. Ah, ne, da hinten ist das Lager. Alles klar, okay. Ah, hier war ich auch noch nicht, ne? Hier muss ich auch noch frei fahren, sehe ich gerade. Ja, das ist ja jetzt gar nicht so schlimm. Also am Lager kriege ich auf jeden Fall schon mal die Betonplatten. So was, die nehme ich mal an. So, dann können wir die. Dumm die dumm, dahin, dann da lang, hier hoch, dann bumm. Dann werden die schon mal versorgt. Dann die Verbrauchsgüter, die bekomme ich bei denen. Oder? Kriege ich die auch da? Also ist die Frage, komme ich da mit dem Anhänger hin? Ja, ne? Müsste eigentlich funktionieren, ne? Wobei Anhänger ist jetzt doof, weil jetzt habe ich keine Anhänger. Jetzt müsste ich erstmal hochfahren und dann wieder runterfahren. Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Jetzt stehe ich schon einmal hier. Dann würde ich nämlich hier die Straße entlang fahren, dumm, die dumm, die dumm. Würde dann erstmal zum Lager fahren. Ja, das ist jetzt, das nenne ich einen Plan. Das machen wir jetzt. Moment. Machen wir erstmal wieder hell. Oh, zack. Auf geht's. Wo stehe ich? Hier. Ja, Moment, muss ich jetzt. Warte mal. Ne, ich muss wieder einmal bis vorne zurück. Ja, dann machen wir das lieber so rum. Denke ich mal. Ich glaube, das ist besser, oder? Das ist besser? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Oder soll ich doch lieber nochmal einmal zurück? Obwohl, ne, einmal zurückfahren ist eigentlich dämlich. Was ist das hier eigentlich für eine Aufgabe? Habe ich die schon getriggert? Schauen wir lieber mal. Aufgabe anzeigen. Hungrige Arbeiter. Ja, die haben wir schon. Alles klar. Ja, da würde ich sagen, ne? Einmal los. Schauen wir mal. Fahre ich jetzt hier rum? Ja, fahre ich hier rum. Dann holen wir da jetzt erstmal. Was brauchen wir? Betonplatten. Betonplatten? Ach, da oben steht es auch hier. Ja. Holen wir Betonplatten. Wobei, dann kann ich eigentlich direkt da mal gucken, was ich da alles holen kann. Verbrauchsgüter und so. Was habe ich denn da oben an dem Logistikzentrum denn jetzt bekommen? Da hatte ich ja die Ersatzteile auf jeden Fall. Kriege ich da noch mehr? Das wäre ja schön, wenn ich da auch den Rest kriegen würde. Ja, sehe ich ja gleich. Weil da muss ich zur Not noch einen Anhänger holen. Obwohl, ne, Anhänger ist eigentlich doof. Egal, sehe ich gleich. Kriegen wir schon irgendwie hin. Passt schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Gar kein Problem. So schnell hier. Reicht der Sprit? Ja, Sprit reicht.
So, da vorne sind Lager. Ich meine, das ist ja eigentlich recht easy zu erreichen hier, ne? Weil hier ist ja nur Beton, so gepflasterte Straße. Und zur Not können wir uns den Anhänger hier wegsneaken. Ha. Könnten auch diese Aufgabe hier eben schnell machen, ne? Ah, da muss ich bestimmt wieder Holz hören. Ne, komm. Ich gehe jetzt eins am anderen. Jetzt erstmal die Aufgabe hier. So. Okay, dann schauen wir mal, was kriegen wir denn jetzt hier? Gefrachtverwaltung. Ziegel kriegen wir hier, Betonplatten kriegen wir hier. Ah ja, nur Ziegel. Was? Ziegel und Betonplatten bekommen wir hier, okay. Alter Schwede, was? WTF, sind die groß. Alles klar. Ah ne, das sind 2 von 2, alles klar. Okay, gut. Passt. Ja, dann kann ich ja die dann kriege ich ja wohl anscheinend die Verbrauchsgüter oben beim Logistikzentrum, ne? Nein, ich bin nicht am Trinken. Das dürfte doch dann passen, oder nicht? Was sind das denn hier für riesen Betonplatten? Ja, leck mein Arsch. Dann gucken wir einmal wieder zurück, einmal darauf. Von 2, alles klar, passt. Hier ist es so laut am Stausee. Okay, die Aufgabe sieht auf jeden Fall recht geschmeidig aus. Also bis hierhin auf jeden Fall. Steinbruch, ja, dürfte ja jetzt auch nicht so das Problem sein, ne? Das war ja eigentlich nur da durch das bisschen Wasser dadurch und dann den Berg da hoch eiern, ne? wo der Funkturm da war oder diese Funkantenne oder was das da war, was wir ja schon mal gemacht haben. Sollten wir doch eigentlich gut hinbekommen. Die Verbrauchsgüter. Also wie gesagt, ich frage mich, ob ich jetzt die Verbrauchsgüter und die Stahlträger beim Logistikzentrum kriege. Normalerweise müsste das ja eigentlich da sein, ne? Das kann ich mir noch nicht so ganz merken. Also ich habe es mir bis dato immer so gemerkt, dass ich weiß, wo ich hinfahren muss. Das Ding ja, in Black River heißt das ja auch in der Stadt Lager, ne? Oder nicht? Meine ich. Ja gut, ich werde es ja jetzt gleich sehen. Was soll ich mir jetzt da dicken Kopf drum machen? Gibt mir Kopfschmerzen. Muss ja nicht sein. Sehe ich ja jetzt gleich, was ich da oben bekomme. Dann ist halt die Frage, wie ich das mache. Ja gut, von der Fahrerei ist jetzt nicht so schlimm. Muss gleich mal gucken, wie ich da am besten oder am ehesten zu dem Dingens fahre hier. Sag mal schnell. Zu dem Steinbruch. Das sehe ich ja jetzt gleich. So, mit 35 Meilen baller ich jetzt hier voll in das Logistikzentrum ein. Wahrscheinlich. So, schönen Tag. Betonplatten für euch. Bitteschön.
Ach, das war jetzt doch eins, oder was? Oh, wie läppisch ist das denn? Da stand doch 2 von 2. Oh, hätte ich das gewusst, ey. Ich hätte direkt einen Anhänger mitgenommen. Ach, wie dumm. Oh, ist ja mal richtig dumm. Oh Gott. Weil da 2 von 2 stand, wird mich davon ausgegangen, dass Dingens, dass ich jetzt die 2 habe. Nee, das zählt als 1 von 2. Super. Na gut, das hätte man mir vielleicht vorher sagen sollen. Ah Mann, ey, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal zurückfahren oder nochmal Betonplatten holen. Wie dumm ist das denn? Oh, sorry. Oh. Ja, toll. Hätte er jetzt nicht 2 von 2, sondern 1 von 2 gestanden, wäre ja logisch gewesen. Hätte er direkt einen Anhänger mitgenommen. Toll, jetzt kann er den ganzen Scheißweg nochmal rumfahren. Das ist ja mal selten dämlich, schätze ich. Mann. Das regt mich jetzt aber gerade aus dem... Stopp. Alter Schwede. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Toll. Einmal umsonst gefahren quasi. Ach komm, echt, dieser eine blöde Steiner. Ach Gott, ey, Scheiße, ey, Mann, toll, jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder echt zurückfahren, ey. Ich meine, ist jetzt nicht so weit, okay, aber trotzdem. Den Weg hätte man sich ja jetzt hier mal mega sparen können. Das ist schon ein kleines bisschen nervig. Ein kleines bisschen. Naja, wenigstens habe ich die Steine da oben, das Gerümpel da weggeräumt, dass ich die Straße dann nutzen kann. Das geht ja schon mal klar. Das geht dann um einiges schneller. Und ich habe noch überlegt, ne? Ich habe echt überlegt, nimmst du einen Anhänger mit? Wäre ja mal easy gekommen, hätte ich ihn da unten, hätte ich meinen Anhänger besorgt. Apropos Anhänger, hier steht auch, hier ist, steht hier einer? Nö. Hätte ich mir da schön Anhänger besorgt, wäre dann direkt mit Anhänger hochgefahren. Hätte ich direkt beides abgeliefert, na toll. Aber nein! Dann halt nicht, dann müssen wir halt nochmal fahren. Könnt ihr mal Allrad ausmachen. Was ich mich hier nebenbei noch so ein bisschen frage, ich habe ja... Alter, was? Ich habe ja noch einen stärkeren Motor für den hier in petto, ne? Den könnte ich mir noch kaufen. Soll ich das machen? Also ich meine, stärker Motor an sich, ja, aber der verbraucht ja auch mehr, ne? Ist das clever? Weil ich bin aktuell noch zufrieden mit dem, was hier läuft, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, soll ich es machen, ja oder nein? So, Betonplatte. Ja, drauf damit. Ich meine, das sind ja auch 2 Platten, so ist es ja nicht, ne? Stoßstange vorne ist voll krumm. Ist ja ein Schadensmodell. Also einen sichtbaren Schaden. Ich meine, ich bin ja schon ein paar Mal irgendwo gegengezimmert, so, ne? Ja, sieht schon ein bisschen beschädigt vorne aus, ne? Was? Fällt mir gerade zum ersten Mal auf. So, den ganzen Weg wieder zurück. Herrlich. Eins nice. Ja, wie gesagt, das hätte ich direkt vorher schnallen oder checken müssen. Ist schon besser gekommen.
Naja, gut, ist halt so, ne? Was willst du machen? Kannst du machen nichts, musst du gucken zu. Aber wieder der obligatorische Schnitt im Video. Weiter geht's. Ah, dieser, ne? Der Kamerabug hier. Also wenn ich da lang fahre immer mit dem LKW. Nicht so nice. So, also wieder darauf, dann ja, und dann muss ich gucken, ob ich dann da den Rest kriege, ne? Ich hoffe ja nicht, dass ich dann jetzt nochmal zurückfahren muss mit dem LKW dann. Wobei es wäre ja eigentlich recht easy, ne? Schnell in die Werkstatt rein, zack, zack, rüber. Piff, paff, dies, das, hast du nicht gesehen? Bist du direkt drüben? Weil wenn ich rüber fahre, dann muss ich über die ganze Map eiern da drüben. Lass den Baum in Ruhe. Auf geht's, bergauf. Zieh. Ja, also nochmal um auf den Motor zurückzukommen. Ich meine, ihr habt mir geschrieben, ne? Immer die besten Sachen reinballern. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Aber bei dem Motor mache ich mir gerade halt die Gedanken, weil der halt mehr verbraucht. Und hier ist ja echt diese Spritkacke, wo ich jedes Mal irgendwo liegen bleibe. Kann man eigentlich bei denen hier auch bessere Tanks oder sowas noch machen? Nee, ich glaube nicht. Wolf Grip. So, hier sind eure zweiten Betonplatten, ihr Eierköppe. Hätte den wir von vornherein sagen können. Also, dass es zwei sind, ja, wusste ich ja aber. So, schönen Tag, bitteschön. Und Catching. So, jetzt gucken wir mal. Ersatzteile. Ölbohrer, okay. Fahrzeugersatzteile, krass. Ersatzteile für. Oh, echt? Wie ging das nochmal? Moment, ihr habt mir doch gesagt, dass ich das irgendwie sehen kann, ne? Moment, was ist das? Materialbestellung. Verbrauchsgüter. Ah, die krieg ich bei der Farm. Und die Stahlträger? Ah, da ist. Alter Schwede. Das ist ja mal komplett am Arsch der Welt. Das ist aber mal dieses komplett andere am Arsch der Welt, ne? Jetzt ist die Frage. Okay, Moment. Ja, gut, dann muss ich das. Okay, dann müssen wir es vielleicht dann doch anders machen. Warte mal, wo waren die Verbrauchsgüter? Da, Farm. Okay, Farm nicht das Problem. Kann ich holen, fahre ich hier rum, bumbium, sind wir da. Kein Problem. Aber dann gehe ich, glaube ich, hin und repariere erstmal hier die Brücke, ne? Weil dann brauche ich nicht hier rumeiern. Komme ich ja sonst nie da oben, bis da hinten hin. Ist das so das Ding, wo ich vielleicht dann da ein Ding ins LKW hinstellen sollte? Also hier so einen Tankanhänger? Könnte man meinen, ne?
Okay, die Nummer ist jetzt natürlich... Ja toll, jetzt fahr ich schon wieder da runter, ne? Ja gut, jetzt habe ich... Ja, okay, da habe ich jetzt einen Fehler selber gemacht. Alles klar. Hätte ich mir von vornherein angucken sollen. Logisch. Okay, das war jetzt dumm. Das war eine dumme Aktion. Okay, das sehe ich ein. Das mit den Betonplatten war... Sagen wir mal doof, weil, ne? Ja, gut. Das ist schon 2 von 2 und nicht 1 von 2. Und das jetzt mit der Farm war dumm, hätte ich mir vorher angucken sollen, dann hätte ich auch schon wieder einen Anhänger mitnehmen können. Hätten wir das nämlich auch in einem Rutsch erledigen können. Ja, ist egal, scheiß drauf. Diese Farm ist ja, das ist ja nicht so weit. Aber dann geht es erstmal ins Eingemachte wieder, weil dann muss ich erstmal die Brücke da klar machen. Weil sonst fahre ich schon wieder in der Weltgeschichte rum. Das ist schlecht. Gut, vielleicht. Ja gut, ich kenne halt die Aufträge nie so, ne? Also. Okay, das muss ich vielleicht dann noch lernen oder wie auch immer. Also ich mache immer gerne immer einen Auftrag fertig und gehe dann zum nächsten über so. Ich könnte es ja teilweise dann doch irgendwie hinbekommen. Oh, halt. Und das Ganze optimieren, indem ich hingehe und mir die Aufträge vorher angucke. Und dann könnte ich natürlich hingehen und sagen, okay, ich muss dahin, dahin und dahin. Ich muss dahin was bringen, aber auch gleichzeitig was abholen. Dann könnten wir es nämlich in einem Aufwaschen direkt mitnehmen und dann mehrere Aufträge gleichzeitig quasi anfangen. Ja, könnte man machen. Ist aber voll der Kopfstress so. Ist der übelste Kopfstress. Nee. Ja gut, schauen wir mal. So, schönen Tag. Verbrauchsgüter. Ja, zweimal. Was kriege ich denn hier noch? Oh, kann ich jetzt nicht sehen. Egal. So, die bringen wir jetzt zum Priester. Da sind bestimmt Obladen drin. Wie heißen die Obladen? Obladen und Wein. Können sich da während der Messe wieder zukacheln. Wobei das Esspapier fand ich immer ganz geil. Schmeckt halt wie Esspapier, ne? So, jetzt fahre ich hier rum. So, und wenn wir beim Priester sind, können wir auch direkt tanken fahren. Das ist mir auch keine schlechte Idee. Junge, ich mach dein Feld hier richtig Maggi, ne? Aber ist mir auch egal. Das ist halt relativer hier. Na, kommt sie. So, jetzt könnte ich natürlich da lang fahren. Aber... Oh, nö. Fahren wir lieber die safe Straße. Das ist viel angenehmer zu fahren als durch den Mock. Und dann ist die Frage, wo kriege ich Holz? Muss ich da wieder rüber oder kriege ich das hier? Gab es denn Holzlager? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ich für die Brücke da Holz brauche. Wow! Easy. Schmeidig bleiben hier. Bleibt geschmeidig. So. Der Bärsche Runge.
di dum dum di dum di dum dum di dum dum di dum. Ich dreh schon wieder durch. Oh Mann! Jedes Mal. Der ganze Mock hier. Regen, Nebel. Hör auf damit. Ich sehe ja nichts. So, hier, Priester. Oh, scheiße. Verdammt, zu sehr auf das Ding da geachtet. Das war, ja, das war mehr als dumm. Das war selten dämlich. Ach, guck mal hier. Das ist das Privathaus vom Priester. Hier wird der Wein gelagert. Ah, ja, moin. Ja, weißt du Bescheid, ne? Zack. Wäre schön, halt. Verstehe. Na ja, gut. So, dann tanken wir einmal auf, weil jetzt sind wir schon einmal hier, ne? Nein, 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 nein. Oh, Alter, schön. Ich dachte schon, jetzt rausche ich da noch in die Tankstelle rein. Los, oh. So, dann wollen wir gerade mal gucken. Die Musik nervt mich gerade ein bisschen. Fahren wir mal eben hier 3 Meter weg. So, genau. So, Moment. Motor aus. Wollen wir mal gucken hier. So, das haben wir. Ah ne, Stahlträger muss. Ah ne, Quatsch, halt, Moment. Was wollte ich jetzt gucken? Ach ja, wegen der Brücke. Welcher Auftrag ist das? Wo war das? Hier. Smithville-Brücke. Das haben wir doch auch schon eingesammelt, oder nicht? Da, Smithville-Brücke. Dummi-dumm. Sehr schön. Das? Wieso hatten wir das jetzt schon wieder nicht genommen? Hör mal auf damit, Mensch. Wo ist das Ding da? Warum ist die so grau unterlegt? Jetzt sagt mir nicht, die habe ich noch nicht eingesammelt. Doch, habe ich wohl. So, kann ich die jetzt irgendwie... Warum kann ich den jetzt hier nicht anklicken? Ah, hier, Moment. Ah ja, hier. Alles klar. So, Holzplanken. Oh. Auch da oben im Lager. Ja toll, wie dämlich. Das ist eigentlich Jacke wie Hose, wir können auch direkt den anderen Scheiß holen so. Moment. Guck mal da. Da steht ein Anhänger. Das ist halt nur die Frage, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Und hier stehen noch überall Anhänger rum. Starte erstmal die Verfolgung. Ja, es ist eigentlich völlig egal, ne? Völlig egal und völlig dämlich. Also ich könnte jetzt das machen, ich könnte aber auch direkt die Steinbruchgeschichte machen. Das ist eigentlich Jacke wie Hose. Warte mal, was ist da? Da muss ich hin. Für beides. Ist ja also selten dämlich. So, und dann muss ich hier dummi dummi dumm, hier überall runter, dummi dummi dumm. Dann wäre dann der Pritschenanhänger wäre hier mit dem Holz, richtig? Hör auf damit. Genau. Ne, da ist der.
Also, es ist eigentlich Jacke wie Hose, ne? Es ist echt Jacke wie Hose. Also, hoch muss ich so oder so. Weißt du was? Dann versuchen wir, pass auf, dann machen wir das anders. Ich baller jetzt hier los. Warte mal, wo stehe ich jetzt hier? Hier unten, genau. So, wir kacheln jetzt hier lang. Dummi, dummi, dumm. So, dann gucke ich, dass ich hier irgendwie rüberkomme, weil, ne, fliegt da, packt das. So, dann fahren wir die Straße hier rauf. Komme ich denn hier rauf mit dem Fleetster? Ich hoffe es. Es ist eigentlich keine gute Idee, mit dem Fleetster da hochzufahren, ne? Egal. Wir versuchen das erstmal so. Dumm, die, dumm, die, dumm. Dann fahren wir bis hier. Und dann müssen wir die ganze Scheiße auch wieder zurück, ne? Verdammt, ey. Gott, reicht das vom Sprit her, ey? Das ist nämlich die große Frage, ob das reicht. Ja, ich muss es ausprobieren. Dann würde ich nämlich wieder dummi dummi dumm zurückfahren. Dann versuchen, den Anhänger hier einzusammeln. Dann die scheiß Brücke reparieren. Und dann hätte ich Scheiße gebaut, weil ich muss ja hier hin. Es ist egal, wie ich mache, ne? Das ist alles dumm. Es ist egal, wie ich es tue, es ist dämlich, es ist dumm. Und hier oben muss ich mir irgendwo mal so einen Tankanhänger hinstellen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, komm, dann machen wir das so. Wir probieren das jetzt, fahren dann hier rüber wieder mit dem Dingens. Dann fahren wir versuchen. Ich probiere es jetzt aus. Scheiß drauf. Auf geht's. Was? Das machen wir bei Tageslicht, da habe ich gar keinen Bock drauf jetzt hier. Ja, scheiß drauf, probieren wir es, ne? Das ist nur die Frage, fahre ich kurze Wege? Frage, ob das ein kurzer Weg. Also kurz ist der Weg hier gar nicht, ne? Das ist eigentlich voll dämlich, weil ich ja hier sowieso wieder in der Mocke überall rum eier. Ich weiß nicht, verballer ich da eigentlich mehr Sprit? Wahrscheinlich, ne? Ja, ausmachen. Ich muss es ausprobieren. Wenn ich das nicht ausprobiere, dann weiß ich nicht, ob das funktioniert. Andererseits könnte ich auch hingehen, könnte mir so einen Tankanhänger kaufen. Obwohl, nee. Ja, doch, könnte ich wohl. Den Kauf hier kaufen und drüben den wieder verkaufen. In Black River. Würde auch noch funktionieren, hätte ich auf jeden Fall Geld gespart, also ne, ich mit quasi plus minus null rausgehen und ihn direkt da hochschleppen. Also egal, ich probiere das jetzt erstmal aus. Wenn das nicht funktioniert, aber Pech gehabt, dann muss ich halt gucken, wie ich es mache. Ist mir dann auch egal. Dann muss ich mich halt bergen lassen und muss da gucken. Dann wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Schritt oder eine wieder eine Erfahrung reicher. Ich meine, ich habe hier ja weit mehr Sprit als in dem Jeep, ne? Gut, dafür verbraucht er auch, glaube ich, mehr. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also rein. Oh! Rein theoretisch müsste er mehr verbrauchen. Das Ding ist, ich müsste dann so oder so, muss ich ja wieder zurück. Führt ja kein Weg dran vorbei. Nein, oh Mann, ey, ach komm, ey, das ist doch dumm, ey, da grätscht er doch quer durch diese Scheiße da, ey. Oh, ey, das war jetzt seltenst dämlich, ey. Oh, dieses komplett andere dämlich. Ist die Frage, ne? Fahre ich jetzt erst den Holzanhänger holen und mache erst die
die Brücke klar, weil ich ja dann eh zurück muss. Für irgendwas der beiden Sachen muss ich zurück. Für eins der beiden Sachen muss ich zurück, weil ich Sprit brauche. Weißt du was? Pass auf. Nimm mal. Ich mach das jetzt ganz einfach. Ich mach das jetzt einfach. Ich kachel jetzt erstmal ja hier sowieso hin, dann hier rüber, dann nach hier und sneak den Anhänger da weg. Dann repariere ich die Brücke, dann muss ich ja so oder so zurück. So, dann habe ich aber da eine Brücke. Dann kaufe ich den Tankanhänger, schlepp den bis da hoch. Bis hier irgendwo, keine Ahnung, setz mir den hier irgendwo hin. Und den brauche ich ja gar nicht, hier oben ist so ein Ding. Oh, Mann. Das wirft meinen Plan durcheinander. Der Plan war eigentlich sehr gut durchdacht. Also, neuer Plan. Ich fahre da hoch. Kauf mir einen Anhänger. Tank voll. Hol das. Keine Ahnung. Das, was ich brauche. Muss ich gleich nochmal gucken. Fahr dann hier runter mit vollem Tank. Liefer das hier ab. Fahr hier raus. Hol den Anhänger. Reparier die Brücke. Bams. Plan. Auf geht's. Ob der Plan gut ist, weiß ich noch nicht. Aber so ist der Plan jetzt auf jeden Fall erstmal aufgestellt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mir jetzt mit dem Unfall da gerade echt den Motor so weit Maggi gefahren habe, dass er hier gerade nicht so wirklich aus den Füßen kommt. Wollen wir gar keinen Anhänger bei mir hier zu kaufen und muss den da hochschleppen. Ich kann ja da oben einkaufen und den dann direkt da stehen lassen. Wow. Und da sind wie viel drin? 2000 Liter. Das heißt, ich kann roundabout 8 mal tanken. Richtig? Also den hier zumindest. Next question, würde ich hier drüber kommen? Probiere ich gar nicht das aus. Ich mache jetzt hier keine Experimente. Ich verfolge jetzt erstmal straight diesen Plan. Könnte ich dann auch die Folge nennen. Ich habe einen Plan. Wo ist der Weg? Da. Okay, bis hierhin läuft schon mal richtig gut. Der Plan könnte aber auch auf jeden Fall aufgehen, ne? Das könnte funktionieren. Weil, ne? Der Steinbruch ist da unten. Und der Anhänger ist da. Da vorne steht der Anhänger. Und da ist der Steinbruch. Also würde ich ja hier rauskommen. Nice. Gut, da unten im Steinbruch steht auch noch ein Anhänger, aber den schleppe ich, obwohl... Ah, vielleicht schleppe ich den auch noch hier hoch, ziehe ich den hier rauf. wäre auch noch eine Idee. Dann stelle ich den hier hin, repariere die Brücke, roll ein paar Meter zurück, hol den Anhänger. Ey Leute, die Folge wird safe 2 Stunden lang. Wow. Also wenn ich den Plan so durchziehe, wie ich ihn mir vorstelle, wird die Folge echt ewig lang. Aber gucken.
wie ich das mache. Gucken wir mal. Wenn ich nicht für die ersten Teile da 700 Mal hin und her gefahren wäre, wäre das alles gut. Ne? An dem Moment. Ihr habt ja gesagt, ne, kaufen, tanken und wieder verkaufen. Also ist der doch voll gewesen, eben der Anhänger. Der hat sich aber so leicht angefühlt. Ja, moin. Steht noch eine Ecke und Anhänger rum. Den könnte ich ja auch noch mitschleppen, ne? Alter Schwede. Nee, den hole ich dann irgendwann mal bei Zeiten. Der bleibt jetzt erstmal da oben stehen. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, alles schon gerümpelt auf der Straße. Kann man das hier mal, kann man hier die Straßenmeisterei vorbeikommen, mal hier sauber machen? Was ist hier los? Was stimmt bei denen nicht? Warum habe ich hier zwei Ladepunkte? Man weiß es nicht. Alter Schwede, ey. Wär's das ja wieder schon wieder fast gewesen, ne? Ach, der eine Ladepunkt hier rechts, das ist glaube ich der Anhänger, ne? Der mir da angezeigt wird. Ja, das dürfte der sein. Alles gut. Nicht. So, hier eine kurvige Fahrt, ne? Ah ja, genau, hier war ja noch was. Ja, kommt sie. Oh, ich könnte ja jetzt hier abkürzen, ne? Aber nee, da, also da mit dem LKW hoch, das kannst du mal vollknicken. Alter! Boah! Aber wenn du in dem LKW jetzt mit zwei Fahrer sitzt, ne? Da könnten Bröckchen fliegen, ja. Da brauchst du ein Tütchen irgendwie im Handschuhfach, dass du da mal so. So eine Spucktüte aus dem Flugzeug. Wäre da komplett safe. Ah, fahr doch. Da sind wir auch ewig weit bis hier oben hin, ne? Meine Fresse, ja. So, ist das hier jetzt das Anhängercenter? Ja, sehr schön. Komm ich denn da drauf? Oder von.
Wobei ich sagen muss, so viel Sprit hat er jetzt gar nicht weggepumpt, ne? Sieht gut aus, aber ich mach das jetzt trotzdem mal. Schönen Tag. Ich würde gerne einen Tankanhänger kaufen. Danke. Dann würde ich gerne nachtanken. Danke. Und dann würde ich gerne den Anhänger wieder verkaufen. Auch hier nochmal vielen Dank. Sehr schön. Ne? Ah, Moment. Mal schnell die andere Aufgabe triggern hier. Materialbestellung wird das, ne? Verfolgung starten. Und wir brauchen Stahlträger. Einmal Stahlträger, richtig? Ja, da steht 01. Nicht, dass ich ja schon wieder hier hin und her fahren muss. Also, auf geht's. Sheldbox Warehouse. Schönen guten Tag. Die Kollegen unten vom Steinbruch brüchten Stahlträger. Jo, pack ins Tropdor. Alles mal Stahlträger. Genau. Vielen Dank. Ja, bis hier nach, ne? Hau rein. Zack. Dann hier rum. Und da wäre ich wieder zurück. So, Moment. Jetzt machen wir hier schnell eine Markierung hin. Wo fahre ich da rein? Hier. Ja, nicht ganz. Ah, so. Dann nach da und dann da runter. Ja, ja, kriegen wir schön. Alles klar, sehr schön. Auf jedes. Da wäre ich wieder zurück. Das ist ja wirklich ein Heidenweg, ne? Ewig weit hier hoch. Aber gut, was willst du machen? Solange der Plan dafür aufgeht, ist alles gut. Also ich gehe mal davon aus, dass ich ja doch das ein oder andere Mal nochmal hier hoch muss. Oder soll ich den einen Anhänger da jetzt mitnehmen, der ja auf halbem Weg hier steht? Ich weiß es nicht. Ich meine, den könnte ich mir theoretisch irgendwo da abstellen, weil, ne? Ich weiß jetzt nicht, was da drauf war, aber die Teile werden wir mit Sicherheit auch für irgendwas gebrauchen. Noch. Das ist jetzt nur die Frage, wofür und wo. Da denke ich, glaube ich, schon wieder zu kompliziert. Weil da ist Ware drauf, ne? Die könnte man dann irgendwo einsammeln oder gebrauchen. Dann sammelst du den Anhänger ein und musst nicht erst bis hier hochfahren. Je nachdem, was da drauf ist. Uiuiuiui. Da habe ich aber jetzt gedacht, das wäre es gewesen. Alter, ganz ehrlich, über so eine schäbige Holzbrücke, ne? Mit einem LKW, der voll beladen ist mit Stahlträgern. Bei so einem Abgrund. Das würde ich mir vielleicht überlegen. Ob ich das durchziehen würde. Ah ja, Luftlinie 400 irgendwas Meter. Ich glaube, da bin ich was länger unterwegs. Ja, nur mal gucken, ne? Nicht, dass man da vielleicht einfach nur so runterrollen könnte, aber ja, nö, das lassen wir mal lieber.
Alter! Bleibt das Herz in der Hose stehen, ey. Vor allem in der Hose. Wahrscheinlich bleibt das Herz in der Hose stehen. Das Herz rutscht in die Hose höchstens. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, den Anhänger, muss der nicht hier irgendwo jetzt kommen? Das ist ja schon fast ganz unten, also. Ja, den lasse ich erstmal stehen. Ich verfolge erstmal meinen Hauptplan. Ein gutes Stück doch. Was ist denn da für ein Grumpel drauf? So weit ist das nicht mehr, ne? Ich will den da mitnehmen. Rampen, Tiefladerampe. Was? Tiefladeanhänger. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier stehen. Den hole ich mir später. Wenn die Brücke erstmal gebaut ist, ist ja, na, dann ist es ja was leichter. Hier sind wir auch so, ne? Ein Tecken zu schnell und dann wartet. Ja, komm, fahr. Oh, was? Wo bin ich? Was? Da lag doch gar nichts. Was für eine Verarschung. Wenn da nicht so ein Stein gelegen hätte oder sowas, würde ich das ja noch verstehen, aber so. Also hier, ne, wenn das hier passieren würde. Das war doch totaler Beschiss. So, hier sind wir schon mal. Juhu. Also bis hierhin habe ich schon mal geschafft. Nice. Alter Schwede. Dein Ernst? Das ist die nächste Frage, wie kriege ich denn den Anhänger hier hochgezogen? Nein, 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 nein! Nein! Warum? Oh, nee. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Alter, ich bin noch ganz langsam gefahren. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch echt nicht wahr. Ich war doch ganz langsam.
Lost. Und damit ist mein Plan in die Hose gegangen. Oh nee, es kann doch echt, das ist doch echt nicht die Possibility, ey. Was hat mich denn hier für ein scheiß Hügel jetzt hier so blöd ausgehebelt? Alter, WTF, ich sehe gerade den Tieflader-Auflieger da unten. Vergiss es, ey. Der bleibt mal schön da unten stehen erstmal. What the fuck, was ist denn da drauf, ey? Den kriege ich ja niemals hier raus. Zumindest nicht hier im Berg hoch. Okay, der Plan wäre in die Hose gegangen. Mann, dann nehme ich den anderen Anhänger von oben mit beim nächsten Versuch. Das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt kann ich nochmal den ganzen Scheißberg da rauf fahren. Oh Mann, ey, das ist echt nicht wahr. Und ich war doch nicht zu schnell. Gut, vielleicht war das das Problem. Vielleicht war ich zu langsam. Dann triffst du hier diesen Scheißhügel und er federt sich aus. Ey, oh Mann. Motorrad gesessen. Naja, egal. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier ein Folgenende, weil das hat ja jetzt gerade sowieso keinen Sinn mehr. Ich komme hier nicht mehr weg. Scheiße. Tja, ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Wobei, könnte ich jetzt theoretisch, das könnte man mal ausprobieren, ne? Würde der Jeep das schaffen, wenn ich den jetzt hier hole und den hier umkippe? Also wieder zurück. Ne? Ihr wisst schon. Könnte das funktionieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Also mit dem Jeep wahrscheinlich nicht. Vielleicht mit einem anderen LKW. Aber dann müsste ich erstmal einen anderen LKW holen und dies, das. Und ja, komm, drauf geschissen, ey. Das ist Kack drauf, ey. Egal. Ja, wie gesagt, machen wir Folgenende. Ich werde dann nochmal hochfahren. Werd die Ware nochmal neu holen und dann müssen wir mal gucken, wo ich die nächste Folge dann starte. Ich denke mal bei dem Anhänger, der da oben steht. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen. Gerne auch ein kostenloses Abo, wenn ihr weiterhin sehen wollt, wie ich paar Meter vorm Ziel alles verkacke und in purer Verzweiflung ende. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.